Die Parlamentarier des Landtages Mecklenburg-Vorpommern haben von Seiten der Alternative für Deutschland bereits einiges erlebt. Doch das noch nicht. In der Aktuellen Stunde zum Thema Energiewende am 25. Februar überraschte der energiepolitische Sprecher der AfD, Ralf Borschke, die Anwesenden. Der Klimawandel ist eine Erfindung. In Wirklichkeit gibt es keine einzige wissenschaftliche und begutachtete Studie, die den Nachweis erbracht hat, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen einer wie auch immer gearteten Klimaerwärmung und der Zunahme der anthropogen verursachten CO2-Emissionen gibt. Auf der Internetseite von Ralf Borschke kann man mehr über die naturwissenschaftliche Kompetenz des Parlamentariers erfahren. Ende der 70er Jahre lernte der AfD-Energieexperte Rohrschlosser. 2012 absolvierte er ein Studium im Bereich Malerei und Grafik. 2 Jahrtausend Hochwasser an der Elbe in meinen bisherigen 43 Lebensjahren. Gefühlt kein Monat in den letzten Jahren mehr, der nicht der nasseste, kälteste, wärmste, heißeste, trockenste, schneeärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung war. Und die Wetteraufzeichnungen wurden begonnen in den 1880er Jahren. Für den Künstler Ralf Borschke ist die Energiewende nicht nur völlig überflüssig, sondern auch recht unästhetisch. Die Energiewende zerstört unsere Umwelt und deutsche Heimat. Sie vernichtet die Naturräume, die dieses Land so unverwechselbar und einmalig machen. Sie wird somit zum Totengräber deutscher Kulturlandschaften und Identität. Christian Pegel gab zu, mit einer Diskussion auf solchem Niveau habe er erst einmal nicht gerechnet. Das Atomunglück in Fukushima und der Ausstieg Deutschlands aus der Atomkraft ist für die Lokalpatrioten von der AfD kein Thema. Kein Wort zu Chancen, kein Wort zu Erfolgen, kein Wort zu Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in diesem Land Mecklenburg-Vorpommern. Und all das prägt die Energiewende in diesem Land. Chancen, Erfolge, Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Schon bald wurde die Diskussion wieder mit gesundem Menschenverstand geführt, selbst wenn es an Kritik nicht mangelte. Die Umsetzung der Energiewende verläuft nicht ohne Probleme. Die Linke nutzte die Gelegenheit, darauf hinzuweisen. Es war richtig, aus der Atomenergie auszusteigen. Natürlich nicht so, wie Frau Merkel es getan hat. Das beschert uns jetzt zusätzliche Kosten, die wir auf die Bevölkerung umlegen müssen. In diesem Sinne äußerte sich auch die CDU. Selten, dass sich langjährige Opponenten plötzlich einig sind. Auch die CDU hat seit der letzten Wahl ihr Ohr wieder stärker am Volk. Auf der einen Seite gibt es in unserem Land etwa 15.000 Beschäftigte, die der Windkraftbranche zugeordnet werden. Auf der anderen Seite haben aber auch zahlreiche Unternehmen und Handwerksbetriebe die Last der erhöhten Stromkosten zu tragen. Es ist nicht akzeptabel, dass die Regionen, die am meisten Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen, die höchsten Preise haben. Die Energiewende ist preisintensiv, ökologisch in einigen Fällen kaum vertretbar. Sie bedarf eines intensiven Netzausbaus und ist nicht nur ein großes Ziel, sondern auch eine große Herausforderung. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, 2 Drittel der Befragten in Mecklenburg-Vorpommern glauben an den Erfolg, 1 Drittel offenbar nicht. Auch darüber wurde im Landtag Klartext gesprochen. Es kann nicht sein, dass ganze Dörfer tief gespalten sind in Profiteure, sprich Landeigentümer, und den Bewohnern, die mit Schattenwurf, Befeuerung, Lärm und entwerteten Immobilien zu kämpfen haben. Die Energiewende ist im Koalitionsvertrag fest verankert. Der Auftrag, dabei auch die Menschen mitzunehmen, wurde an die Landesregierung weitergegeben. Ob die AfD mit ihren Ansichten zur Klimawandelleugnung dabei behilflich ist? Wohl eher nicht.